Einen wunderschönen, gemütlichen Tag wünsche ich euch da draußen. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Tavernenmanager. Wir managen weiterhin diese wunderschöne Taverne und wir managen sie bis zum Schluss. Egal wie lange es sein muss, wir werden es tun. Schmutzige Tische, das können die machen. Irgendwer hat in irgendeiner Episode geschrieben. Du, Onkel Kreis. Es sieht aus, als würde... Warte, da stand ich so ungefähr hier... Und irgendwas soll oben links im Baum sitzen? Ich sehe nichts im Baum. Seht ihr was im Baum? Klingeling. Nee, hier ist nichts. Ich sehe hier nichts. Keine Bäume. Keine Aktivitäten im Bereich. Naja, wir schauen erstmal, was wir heute so zu tun kriegen. Da geht schon wieder einer scheusen. Das ist aber nicht so schlimm. Das kriegen wir hin. So, da will noch einer wascht. Ist schon Worscht unterwegs? Ich meine, Worscht ist ja hier auch direkt nebenan. So, da kommen Gläser angeflogen. Elfen war beim Aufräumen. Ich bin viel schneller als ihr. Ihr seid doofe Elfen. So. Joko, Joko, Schoko, Toko. Ja, hier ist irgendwie auch nichts los gerade, ne? So, da kommen ein paar Edelleute. Wollen die edlen Herrschaften eventuell Einzug in meine Taverne finden? Wir servieren köstliche Speisen, Käse und Wein. Aber warum seid ihr eigentlich so hochgeschnürt? Ich meine, ihr wollt doch nur ein bisschen was futtern oder so. Da lang, jetzt bitte da lang. Ja, genau, bitte rein. Dankeschön. Ey, siehst du, ich sehe es noch, wie sie zum Klo rennt und da ihren alten Batzen reinlegt. Schön. Schön reingebatzt. So, was kann ich euch bringen? Nehmt erstmal hier Platz an einem sehr speziellen, wunderschönen Tisch. Wir haben Käse und Wein. Die Speisekarte ist voller Köstlichkeiten. So, bitteschön. Dann lasst es euch mal gut ergehen. Ich gehe das Klo putzen. Meine Güte, ey. Gibt's gar nicht. Welche Scheußlichkeiten werden hier in diesem Raum vollzogen? Über die Wochen und Monate hinweg. Das ist ja greislig. Unangenehm. Nicht schön. Perfecto. So. Ist aber auch nachts wieder nichts los, ne? Ich muss Suppe und Fleisch servieren. Ihr wolltet vielleicht gerade rein, aber könnt ihr jetzt nicht. So. Siehst du, guck, da kriegst du schon mal deine Soupe la jour. Bop, bop, bop. Bop, bop, bop. Können wir das mal mit da drauf tun, dann können wir sich da bedienen. Das macht er ja ziemlich gern. Guck mal, irgendwie komme ich hier auch über das eine schaumige Bier, weil dann kommt immer einer und zapft sofort, ne? Aber glänzen tun die auch nicht. Normalerweise glänzen ja die gut zubereiteten Sachen. Die glänzen eigentlich recht hart, aber im Moment brauchen wir sie auch nicht, ne? Du, sag mal, könntest du vielleicht hier den mal schnell nippeln hier, dein Süppchen? Löffel braucht er auch nicht, ne? Macht er einfach so. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Ja, wir schlafen bis zum Morgengrauen. Auf das wir bald den Torben hauen. So, warte mal, hier ist ja auch so eine Map, ne? Aber die zeigt jetzt an, ja, Schmied. Keine Ahnung. Schenke, das sind wir hier, ne? Da hinten ist unser Feld oder was? Die Straße hier, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwelche versteckten Specials gibt. Queste oder... Ich kann es euch echt nicht sagen. So, was haben wir denn noch auf Reserve? Also Suppen haben wir noch, Fleisch haben wir noch auf Reserve. Haben wir noch Bierreserven? Da sind noch 19 Bier, 24 Wurst. Also wir können den Tag noch halbwegs rumkriegen. 20 Käse, 11 Wein. Das ist natürlich kein Platz jetzt, ne? Was ist denn hier los? Warum schwebst du eigentlich hier drin rum? Ach, ist schon offen? Ja, ist offen, ne? Ja. K-Pop Industries.
Und du warst die ganze Nacht koten, oder was? Tolle Wurst. Es wäre geil, wenn es irgendwie so, ne? Ich meine, hier sieht es ja aus, als hätte er was geplant. Und es gibt so ein Multiplayer-Tavernenspiel. Muss ich mal gucken, ob Kies da Bock drauf hat. Ist halt so ein anderes Tavernending, aber ist so Multiplayer-mäßig. Und, Ey, welches vergorene Bier, ey. Ich hab nie vergorenes Bier serviert. Ich hab nur die frischeste Qualität. Naja, wir müssen Suppe und Fleisch servieren. Das kann natürlich jetzt noch ein paar Tage dauern. Warum fliegen die jetzt alle mit Suppe los? Oh. Eine richtige Hartsuppenbestellung, hä? Ach so, da gab's schon Bier. Ey, der hat direkt da eins rausgedrückt, ne? Wahnsinn. So, hoffen wir mal, dass hier jetzt heute was passiert. Da fliegt schon der erste Käse wieder in die Menge. Die Menge tobt, der Käse lebt. Inventar beweglich steht. Was ist das hier? Was ist das? So ein Messer. Soll ich mal so ein Messer da hinlegen? Zack. Kannst hier so besteckmäßig einfach hinlegen, ne? Oder wozu sind Wurfmesser gut? Keine Ahnung, lassen wir erstmal da liegen. So, ich hoffe, dass sich nun die Taverne füllt. Ah, oh, da kommt wieder Oma Gretel. Das waren schon alle auf dem Weg. So, yo. Brudi. Jetzt wurde gefragt, ob ich nicht einfach Eimer hinstellen kann. Kann man mehr Eimer holen? In der OMLS? Ne. Warte, ich lasse den mal kurz zurück. Das wurde nämlich auch nochmal angesprochen. Das wäre nicht schlecht, wenn das gehen würde. Jetzt warten wir mal, bis sich das beruhigt hat. Ja, Bettler am Eingang, ich weiß. So, jetzt gilt es als still. Ah, nee, der Eimer flutscht dann wieder zurück. Okay, das war der Eimertest. Funktioniert leider nicht. Mach mal gut jetzt hier, ne? Nimm mal 15 Münzen, ui, wir haben sehr dicke. Sehr gut, da wird Wurst geholt. Dann holen wir schon mal Tableau wieder raus hier. Also ich mache hier den Eimertest, bringe aber keinen Eimer mit. Er macht den Eimertest, denn sein Eimer fest. Das ist das beste Fest in der Stadt. Leute feiern mit Eimern und wollen nur reihen. So, Suppe und Fleisch fliegt da, glaube ich, gerade. Da fliegt noch ein Fleisch. Dann läuft das doch. Nun, ich hoffe, dass Suppe und Fleisch in Mengen serviert werden kann. Hier hinten ist ein... Na, ist kein schmutziger Tisch. Hier. Ihr sollt servieren. Ich kümmere mich um das wichtige Zeug. Ihr braucht nämlich viel zu lange für die meisten Sachen. Diese VIP-Bestellungen sind auch immer sehr weit entfernt. Aber geliefert, okay. Ja. Die erzählen sich da die merkwürdigsten Geschichten, ne? Zweimal Wurst. Zweimal Bier. Und ein Fleisch vor meiner Tür. So.
die alle losfliegen, als gäbe es hier irgendwie was zu holen, aber... Ah, aber guck mal, jetzt hier, serviere Suppe, hätten wir jetzt die ganze Nacht wieder gewartet, wäre da auch nichts passiert, ne? Die ein, zwei Sachen, die da mehr geliefert worden wären. Zwei West. Blup. Und ein Fleisch. Müsste mal hier diesen Wein. Kann ich den Wein hier nicht. So. Schmuddeltisch, wo? Da. Ich meine, ich habe drei Tableaus, das sollte genutzt werden. Eine schöne Wurst für einen schönen Menschen. So, habt ihr Bock auf Bier? Ich hätte noch ein Bier hier auf der Hand, auf der groben Kelle. Weil ich hätte nämlich jetzt gerne bald mal meinen Erfolg. Ne, Bier nicht. Die wollen nur Wurst und Fleisch. Ihr könnt mich mal, ey. So, Fleisch müssen wir mal die Vorräte langsam wieder pushen. Yo, Alter. Das heißt, ich hole mal Holz. Oh, wir müssen echt dringend wieder Holz hackern irgendwann. Suppen sind noch ganz gut da. Schmutziger Tisch mal zwei. Oh, hier, ich habe noch ein altes Schales auf der Kelle. Das kannst du haben. Dann gehe ich mal eben Holz machen. VIP-Bestellung. Ja, kümmert sich schon irgendjemand drum. Wird schon gehen. Wir kommen da statistisch gesehen wahrscheinlich richtig gut bei wieder. Ah, warum geht Holzhacken nicht schneller? Ach, da hinten. Guck mal da. Jetzt sehe ich ihn auch oben links. Jetzt sehe ich da was im Baum hängen. Da hängt wirklich einer im Baum oder so. Da gehe ich doch mal gucken. Da ganz da hinten. Da hängt wirklich einer. Hey Typ. Sag meinem Freund, er soll nach Hause kommen. Foto eines... Hä? Okay. Sein Freund sieht irgendwie aus wie eine Anime-Figur. Inventar. Foto eines Freundes. Das ist irgendwo hier. Keine Ahnung, wozu das gut sein soll? Zwei Bier. Das hier kurz freiräumen. Ich dachte, ich kann das jetzt so als Verhandlungsbild oder so aufhängen. Aber... scheint jetzt nicht unbedingt der große Coup gewesen zu sein. Da muss ich auch einfach ein perfektes Bier zapfen. Ich meine, diese Queste hier, die glänzt immer noch. Die Queste glänzt immer noch.
So, nicht, dass jemand warten muss hier. Suppe, Wurst. Oh, guck mal, das fliegt aber alles schon. Das wird alles schon geliefert. Hier sind die zwei Personentische. Schruppen kannst du. Eine Wurst. Die Suppe ist schon eingetaucht hier. So, El Spüloklon ist... Bierwurstfleisch, Bierwurstfleisch. Blub, blub. Schneller als du, schneller als du. Ach guck mal, es lief aber ganz gut, ne? Da kriegst du ja echt schnell was zusammen eigentlich. Aber hier muss abgeräumt werden. Jetzt kommt das Gewitter. Eine Wurst ist unterwegs. Ein Fleisch holen wir uns noch. Entschuldigung, aber wir wissen alle, wie das aussah. Wurst und Fleisch halt. Ein Bier. Gerne mal was probieren. So, guck mal, jetzt habe ich doch ein gutes Bier hier. Vielleicht kann ich dem ja gutes Bier liefern. Na. Okay, nee, ich dachte, ich kann ihm das servieren. Schade drum. Eigentlich noch irgendwas vergessen? Ne. Ah, Toilette ist schmutzig, ey. Schöner Gewitterschiss. Achso, muss natürlich auch auf die Hand klicken wieder. El Perfecto. So, was kriegst denn du? Bier, Bier. Wem bringst du Bier? Du kriegst Bier. Alle wollen Bier. Natürlich noch so die Edelleute. Die Edelleute. Wie sie da durch die Ritze guckt und sagt, Kellner. Nein. Oh, ich muss erstmal hier. Da hat schon wieder einer in die Taverne gekotzt. Es wird immer schlimmer. So, jetzt blop blop, Käse, Käse. Das hat jetzt halbwegs funktioniert. Irgendwie manchmal geht's, manchmal nicht. So, das hier weg, das hier weg. Bisschen Kotze in der Taverne. Weiß nicht, hat das jemals in der Taverne geschadet? Guck dir den Money an, ey. Guck dir den Money an.
So, die servieren wir jetzt noch durch, die Leute. Dann machen wir wieder ein Nickerchen. Und dann haben wir richtig guten Progress gemacht. Fleischsuppe. Also, wenn es so weitergeht, können wir es beim nächsten Mal eventuell schaffen. Eventuellus. Ey, was ist denn hier? Warum seid ihr so dreckige Leute? Schon wieder einer hingekotzt. Na gut, die saufen da ja auch wie die... So, raus jetzt. Hallo. Gehen Sie bitte. Gehen Sie bitte. Gehen Sie wieder los. Bitte, bitte gehen Sie. Kann ich schlafen? Ja. Ich habe einfach irgendwie das Gefühl, dass es dadurch halt einfach ein bisschen schneller geht, als wenn ich jetzt die ganze Nacht warte. Ne? Einfach morgens wieder aufmachen und dann kommen halt auch mehr Leute. In den frühen Morgenstunden. Jetzt müssen wir mal hier gucken, wie sieht's hier aus? Okay. Die brauchen Krekorino. Jetzt gehe ich aber auch mal Krekorino-mäßig hier rein. Und lass mir mal ein paar Sachen liefern. Weil, guck mal. Der Bier. Der Wurst. Gemüse brauche ich nicht so viel. Aber Fleisch bräuchten wir mal wieder eine ordentliche Portion. Wein bräuchten wir auch eine ordentliche Portion. Käse. Den Rest hier. Blue Mountain Crack. So, ne? Dann lassen wir uns schön beliefern. Taverne ist offen. Da kommen die ersten Gäste. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Und sonst so, ja? Ach, da ist die Episode ja schon bald wieder vorbei. Wie soll ich denn so? Also, so komme ich auch nicht voran. Aber ich habe im Moment so viele Projekte. Keine Ahnung, ob ich einen Game Store Simulator schaffe. Boah, was ist denn hier los? Was geht denn jetzt ab? Ich will eine Suppe und ein Fleisch. Habe ich noch nie gesehen, diesen Gast. Macht die sich so eine Art Rahmen? Zwei Bier, eine Suppe und eine Wurst, ja. Oh, ist die Suppe schon unterwegs? Da fehlt wieder Spülwasser. Nimm doch einmal dasselbe wie gestern, dass das überhaupt leer geht. Bleibt das denn in den Krügen oder was? Suppe ist noch da, Fleisch ist auch noch da. Oh, die will reden. Freut euch, ihr habt die Ehre, die Hofzauberin zu empfangen. Ich lege Wert auf Sauberkeit, Qualität des Essens und Schnelligkeit. Bringt euch nicht in Verlegenheit, holt das Beste und schnell. Oh. Das wusste ich jetzt nicht. Oh Mist, dann... Wie soll ich denn jetzt die... Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Kann ich dir das nochmal wegnehmen? Ich hätte dir gerne eine von meinen Meistersuppen angedreht. Hm, okay. Die Hofzauberin. Tja, ihr Elfen, ihr müsst euch jetzt um Dinge kümmern. Nach diesen Parametern ist ihr Lokal ekelhaft. Was? Aber Hofzauberin! Oh nee.
Hofzauberin, können wir nicht darüber reden? Bitte lass uns darüber reden, Hofzauberin, bitte. Oh, Manu. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es sowas gibt. Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon, Leute, wir müssen was ändern. Köchin. Wer ist Köchin? Du bist Köchin? Du kochst nicht mehr. Du kannst... Kellnern. Ja, und zapfen müssen wir offensichtlich jetzt auch selber. Violett. Du wirst auch Kellnerin. Ich muss mein Konzept ein bisschen ändern. Wir servieren jetzt erstmal hier. Suppen sind alle, oder? Ja. Ich sehe schon. Ab jetzt wird meine Qualität nur noch selber produziert. Mein Laden, meine Qualität. Bringt ja nichts. Da kommt hier sonst nur Rotz zustande. Das ist ja schlimm. Weiß nicht, wie oft die vorbeikommt, die junge Dame, aber... Beim nächsten Mal muss... Wir können die Leute nicht mehr mit normalen Speisen abfertigen. Ich meine, solange die kellnern, ist ja alles gut. Wenn ich hohe Qualität produziere, dann habe ich auch nicht so ein... müsste ich ja trotzdem weniger Stress haben. Spülen ist ja okay, wenn jemand spült. Aber der Rest, warum geht die Eilbestellung nicht raus da? Weil es wahrscheinlich eine Suppe ist, hä? Ja, ist eine Suppe. Hallo. Hier fehlt noch eine Suppe. Hier fehlen noch zwei Suppen. Da oben fehlt auch noch eine Suppe. Aber die Suppen gehen jetzt raus. Die Suppen gehen out. So. Dann hier Fleisch. Da hinten fliegt Suppe. Da fliegt Suppe, Suppe, Suppe. Alles klar. Eilbestellungen. Ja, wir müssen jetzt, bis die Hofzauberin das nächste Mal kommt, wieder auf Top-Qualität umsteigen hier. Auch hier beim Wein und so. Die können halt alles ausliefern und so. Sollen sie machen. Wenn das weg ist, gut, beim Käse ist eh egal. Da will noch einer von der Qualitätssuppe. Das kriegen wir aber hin. Tisch abräumen. Da geht die Suppe auch gleich wieder viel besser weg. Ja, ich hab das schleifen lassen. Zwei Bier, Wurst, Fleisch. Wollen wir erstmal gucken, was wir hier alles haben. Das schmeißen wir dann schon mal vom Elfentisch hier. Da brauchen wir ein Fleisch und noch eine Suppe. Boah, was geht mit Suppe ab, hä? Der holt schon ein Fleisch. Da? Nee, hier ist Suppe. Ich hab Suppe. Wurst, Fleisch. Verliert ein bisschen den Überblick, aber hey. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Das ärgert mich ein bisschen, dass hier die mindere Qualität. Ja komm, ey, ihr Elfen, ihr kriegt Crack, weißt du warum? Ihr sollt abliefern, bestellen, schmutzige Tische. Guck mal, warum sind da so viele schmutzige Tische? Ihr könnt doch nicht alle drei oder vier oder fünf Kellner, die ich jetzt habe, die ganze Zeit hier. Irgendwie in der Gegend rumhängen. Das geht doch nicht. Oh,
Oh, Leute, Overtime sehe ich gerade. Ach du meine Güte. Leute. Also, falls die edle Frau nochmal wiederkommen sollte eines Tages, werden wir bereit sein. Und dann wird Qualität geliefert. Ich werde das Zeug jetzt zubereiten, zapfen, alles machen. Wir gehen wieder back to the roots, aber dafür back to quality. Ich bedanke mich für eure qualitativ hochwertigen Kommentare und immer sinnhaften Gedanken und Ausschweifungen zu meinem Material. Und Leute, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Macht's alle gut. Bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao.